Du wurde gestern wieder hochgeladen, und zwar die peinlichste Aktion von Trade Republic. Ich habe das so ganz grob mitbekommen, aber so ungefähr gar nichts. Aber ich wusste, dass da irgendwas mal passiert ist. Mit Diana zu Löwen haben die irgendwie so eine Kampagne gefahren. Und ich wusste, dass damals schon das so ein bisschen weird war. Und ich bin ja selber bei Trade Republic und deswegen ziehen wir uns jetzt übel rein. Ich habe da voll Bock drauf, weil ich hätte es mir auch privat reingezogen. Deswegen dachte ich so, ey, lass zusammen gucken. Und deswegen, ja, lass reingehen. PR-Aktionen sind so ein Ding. Manchmal, in seltenen Fällen, sind sie extrem cool und einfach gut gemacht. Are the reports that you, Homelander and Starlight, are appearing in Call of Duty true? In der Regel sind sie aber ein... Generell, The Boys machen das richtig, richtig gut mit ihren externen PR-Aktionen. Einfach etwas lame. Und warte mal, ich glaube, ich bin ein bisschen zu leise. Dann gibt es noch die andere Sorte PR-Aktion. So peinlich und zynisch, dass man es kaum glauben kann. Zum Beispiel, wenn eine f***ing Trading-Plattform einen Möchtegern-Protest mit super tollen Influencer-Rednerinnen staged, mutmaßlich, weil Protestieren in Deutschland gerade hot war zu der Zeit, und nebenbei ihre neue Karte im sleeken Design an 100k-Tech-Job-Yuppies pluggt. Klingt ausgedacht, ist aber leider Gottes genauso passiert. Rente gleich lahme Ente. Girls just wanna have funds. Was ist denn das, Digga? Das war so ein, ist das so ein Fake-Protest? Wild. Gar nicht die Rente. Ich liebe die Jungs. Es ist der 9. Januar 2024 in Berlin im Weinbergspark. Direkt gegenüber sind die Büros von Trade Republic. Trade Republic ist ein Online-Broker, bei dem du in einer App mit Aktien, ETFs und Krypto handeln kannst. Zu dieser Zeit machen die Bauernproteste viele Schlagzeilen. Und vielleicht potenziell inspiriert von dieser allgemeinen rebellischen Stimmung in der Luft, haben sich die Genies in der Marketingabteilung von Trade Republic etwas einfallen lassen. Wir machen jetzt auch einen Protest. So fun. Thema, die deutsche Rente ist... Boah, aber einen eigenen Protest machen, um Marketing zu machen? Eine Shitshow. Und bei uns kann man privat investieren und... Seit 5 Jahren sind wir auf der Mission, die Rentenlücke durch private Vorsorge zu schließen. Okay, to be fair. Tatsächlich ging es bei Trade Republic mit der Einführung von Sparplänen 2019 das erste Mal um Altersvorsorge. 2021 forderte der Trade Republic Gründer, wir müssten endlich offen und ehrlich über die Rentenlücke sprechen. Also nehmen wir mal an, Trade Republic ginge es echt darum, etwas gegen drohende riesige Löcher in den Renten der künftigen Generation zu tun. Wie effektiv ist ihr Angebot da? Das Unternehmen hat selbst eine Studie zu seinen Usern in Auftrag gegeben. 70% von ihnen sind männlich und unter 35 Jahre alt. Die Hälfte davon ist sogar unter 27. 72% der jungen User wollen mit ihren Investments fürs Alter vorsorgen. Mache ich übrigens auch. Also ich habe sogar wirklich mit Trade Republic habe ich einen Sparplan für Altersvorsorge tatsächlich. Das klingt nicht schlecht und ist wirklich kein schlechter Wert. Aber nur jeder Dritte findet kurzfristige Gewinne sehr wichtig, hat also eher keinen langen Investitionshorizont im Blick, der für eine Altersvorsorge aber eigentlich zentral ist. Und schlappe 20% der Nutzer sucht vor allem den Kick beim Investieren. Böse formuliert nutzt geil. Trade Republic mutmaßlich unter anderem, um mit ihrem Geld am Aktienmarkt zu zocken. Wir haben Trade Republic gefragt, ob die Nutzung ihrer App für einen signifikanten Teil der Kunden dann nicht eher dem Gegenteil von Altersvorsorge entspricht und ob das ihrer angeblichen Mission nicht doch diametral zu widersprechen scheint. Wir haben bisher keine Antwort erhalten. Wenn du richtig Geld sparen willst, weil es um deine Rente Alter, und langfristige finanzielle Zukunft ungefähr so gut steht wie um TV Total ohne Stefan Raab, schlecht und wirklich nicht zum Lachen, haben wir einen brillanten Tipp für dich. Strompreise sind gerade lower als unsere Wahlheimat, da kann sich ein Wechsel des Stromanbieters wirklich lohnen. Zum Beispiel zum Naturstrom-Starter-Tarif. Das ist ein besonders günstiger Tarif für Leute unter 27, der außerdem so grün ist, dass man fast aus dem Wirkenstock fällt. Jetzt. Hier gibt es ausschließlich erneuerbare Energien aus Deutschland. Die Werbung sind so geil gemacht. Mit jeder verbrauchten Kilowattstunde pusht ihr den Ausbau von noch mehr Windrädern und Solaranlagen. Klickt einfach auf den Link in der Beschreibung oder scannt diesen QR-Code. Dann Postleitzahl und ungefähr einen Verbrauch eingeben und schon seht ihr die unterschiedlichen Tarife. Naturstrom übernimmt. Aber wie geil ist eigentlich das so? Ihr könnt sogar schon wechseln, das nicht durchlaufen. Aber wie geil ist eigentlich mittlerweile, dass wir so Werbung machen können, wo die richtig viel Geld für geblecht haben, da werden hier mehrere tausend Euro reingesteckt haben, so Naturstrom, ne? Aber sie machen so voll viele pixelige Bilder rein, das ist einfach lustig. Die Quoten von Puffpuff. Jetzt zur eigentlichen... Einfach eine lustige Werbung. Demo. Trotz eisiger Kälte sind laut Trade Republic mehrere tausend gekommen, um zu protestieren. Die Polizei hat nur ein paar hundert Teilnehmer mal gezählt. Die haben Plakate gemalt. Wir stellen uns das jetzt... Scheiße, ich darf nicht auf den Tisch hauen. ...was vor wie Kunstunterricht im Trade Republic Büro. Funds.
Richtig Demo-Stimmung kommt aber wohl nicht auf, findet Journalistin Marieke Einbrot. Sie war dabei und hat uns auch nochmal gesagt, wie skurril dieses Event war. Es ist erstaunlich ruhig. Keiner trötet in die Trillerpfeifen oder ruft Parolen. Auf der Bühne reden zwei Mitarbeiter von Trade Republic. Sie kritisieren das deutsche Rentensystem, bringen Positivbeispiele aus anderen Ländern, die mit verschiedenen Anreizen... Ich finde übrigens, für Marketingzwecke sollten Demos verboten werden. Ich finde ganz ehrlich, Demos sollten verboten werden, wenn Leute Angst haben, um was auch immer oder ne, halt ein Anliegen haben. Klar, dann Demonstrationsrecht, super wichtig. Ne? Und auch jeder, selbst Leute, mit denen ich nicht übereinstimme. Aber... für Marketingzwecke finde ich Demos tatsächlich auch nicht so geil. Zum Investieren motivieren würden. Dann Werbung. Am Tag der Demo launcht Trade Republic zufällig auch ihre neue Bezahlkarte. Ja. Wenn man mit der bezahlt, investiert man gleichzeitig in einen Sparplan, bekommt 4% Zinsen und so weiter. Für die Demonstranten gibt es noch einen exklusiven Bonus. Wer den winzigen, leicht übersehbaren QR-Code scannt, kann sich direkt auf die Warteliste für die Karte setzen. Die ersten 2000 bekommen die 50 Euro teure Mirror-Card gratis. Das war's aber noch nicht mit den Geschenken. Holt euch Tee und Sweater ab, ruft einer der Redner von der Bühne, laut einem Finance Forward-Artikel. Weil es so kalt ist, gibt es an einem Bierzelttisch Tee for free. Lecker, lecker. Außerdem gibt es Merch von Trade Republic. Es werden Pullover verteilt. Wie finde ich ihn cool? Warte mal. Tee for free. Lecker, lecker. Außerdem... ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat es was. ...gibt es Merch von Trade Republic. Es werden Pullover verteilt, limitiert auf 1000 Stück. Gratis. Ach, mein Herz schlägt an, Huf. Das darf ich nicht jeden Samstag mit mir machen. Weil sonst... Trade Republic wollte mir so einen Pulli schenken. Ich fand den eigentlich ganz fresh. Ich bin jetzt 2,50 Meter dir vor. Manche Demonstranten versuchen im Anschluss direkt mit dem Sweater ihre Rente aufzubessern. Macher. Entschuldige, wie verdienst du dein Geld, Bruder? Ich verkaufe so limitierte Trade Republic Hoodies auf eBay. Ratten! Zu jeder ordentlichen Demo gehören natürlich Reden. Geil, Inzi, Alter. Na, zu ihrer tollen Veranstaltung hat Trade Republic gleich zwei Influencer eingeladen, mit denen sie schon länger zusammenarbeiten. Die ganze Nummer war einfach noch nicht zynisch genug. Einmal wäre da Professor Finanzen. Ho! Auf TikTok gibt er Finanztipps. Leute, ich bin gerade im Trade Republic Office und es gibt wirklich Breaking News. Unglaublich, denn Trade Republic bringt ihre eigene Karte raus. Wenn ihr auch so eine Karte haben wollt, dann klickt auf den Link in der Bio und besorgt euch die. Die ist ganz schön schwer und ja, qualitativ hochwertig. Also Freunde, let's go. Okay, let's go. Das hier war ein Tag nach der Demo und nicht als Werbung gekennzeichnet. Finanziell potenziell unkluger Move. Wir haben ihn gefragt, warum das Video nicht als Werbung gekennzeichnet ist. Wir haben bisher keine Antwort erhalten. Die andere Rednerin ist ein echter Promi. Diana zur Löwen. Diana zur Löwen, das auch einzuladen, ist auch so ein Move, Alter. Weil die ist sehr, sehr reich, glaube ich. Zumindest gibt sie sich sehr, sehr reich. Und dann auf so einer Demo, unsere Rente ist in Gefahr, ist so... boah, weiß ich nicht, ne? Ich finde, Demos sollten halt keine Leute machen, die halt potenziell eine Mio auf dem Konto haben. Okay, die sollten keine Demos machen, wenn es um Geld geht. Andere Sachen dürfen die gerne für protestieren. Die dürfen gerne gegen die AfD protestieren. Das darf ein Millionär machen, aber... Diana hat mit Schminktutorials und DM-Hauls auf YouTube angefangen. Irgendwann ging es immer mehr um Nachhaltigkeit, Geschlechtergerechtigkeit und Politik. Aber bei politischen Themen ist sie knallhart. 2019 hat sie zur Europawahl klargestellt, dass sie Anfragen diverser Parteien absagt. Sie versuche so gut es geht, neutral und unparteiisch zu berichten. Dabei ist sie so konsequent, dass sie ein halbes Jahr später Philipp Amthor von der CDU, du alter Zerstörer, einen ganzen Tag lang für ein Video begleitet hat. Was mir noch fehlen würde, wäre noch mehr so... Handybilder, also noch mehr so authentische. Genau, die habe ich immer in der Story und im Feed. Stichwort authentisch. Welcher Hashtag beschreibt den anderen am besten? Aber das Ding ist, Diana zur Löwen war beim Video gegen die CDU mit dabei. Sie hat mit unterschrieben, wählt nicht die CDU. Ehrgeizig. Der Vorwurf unangemessener Lobbyarbeit steht im Raum. Weiß ich nicht, Digga. Offen? Smash. Ja, genau damit hat Diana Eindruck gemacht auf den CDU-Mann. Deine Offenheit schätze ich da sehr und fand das richtig gut, dass man eben nicht so von Vorurteilen ausgegangen ist. Politisches ist zwar immer noch manchmal Thema bei ihr, doch inzwischen geht es auf ihren Kanälen vor allem um Geld, investieren und... ich bin reich! Mein Bankberater hat mir von einem Fonds erzählt, in den ich investieren soll. Ist das denn eine gute Idee? Warum redest du so viel über Geld? Dein Leben ist komplett realitätsfern. Wir sind Frauen. Natürlich sind wir die besseren Investoren. Und wir brauchen auch die Politik. Grüße gehen raus an Christian Lindner. Wie ist dein Eindruck? Wird eigentlich über Christian Lindner genug gesprochen? Ah,
also da würde ich sagen, nein. Geiler Gag, Alter. Vor 2 Jahren war sie für eine Staffel als Investorin bei Höhle der Löwen dabei. Die sympathische 29-Jährige war sofort der absolute Publikumsliebling. Die Lust an Höhle der Löwen ist mir dank Diana vergangen. Sie ist unerträglich, ja, kannte sie nicht und schade ist dies nicht so geblieben. Wie kommt ihr auf die Idee, in eure sonst so tolle Sendung eine Frau wie Diana zur Löwen einzuladen? In ihrem eigenen Online-Shop verkauft Diana Morgenmäntel, Parfüm und Stand März von ihr selbst designten, nachhaltigen, fair produzierten Lieblingsschmuck. Ganz kurz, Alter, eine bessere Überleitung gibt's nicht. Freunde, ich verkaufe bald auch Schmuck. Und der wird sehr cool. Ich zeige euch den noch nicht, aber der wird sehr, sehr cool. Glaubt mir, der ist perfekt für den Sommer designt. Und wir haben ein Formular gemacht. Trage ich da ein. Erster Link in die Videobeschreibung. Pit blendet es auch nochmal richtig schön ein, wie man sich da einträgt, weil das ist sehr leicht. Das dauert ungefähr 5 Sekunden. Wie man sich ins Formular einträgt. Bei Pit. Zunächst gehst du auf den Link in der Videobeschreibung. Wenn ihr dann auf den Link geklickt habt, kommt ihr zu dieser Website. Für dieses Bild wurde sich öffentlich immer noch entschuldigt. Das ist Webcam mal die Kommentare voll. Unten auf der Website findet ihr das besagte Formular. Hier tragt ihr euren Namen, eure E-Mail und euer Instagram-Tag ein. Keine Angst, die Daten sind nur dafür da, um euch zu kontaktieren. Danach bedankt sich die Website bei euch und ihr könnt endlich das Video weiterschauen und danach ein bisschen rausgehen, um ein bisschen Sonne zu tanken. The End. Dann nehmt ihr automatisch an 2 Gewinnspielen teil, wenn ihr euch einträgt. Ihr müsst nicht mal was kaufen, ihr müsst ihn nur eintragen. Dann könnt ihr den Schmuck for free vielleicht bekommen. Gibt ein Gewinnspiel, wo man den for free bekommt. Ihr müsst euch nur eintragen, dann nimmt ihr automatisch teil. Und ihr bekommt eine Benachrichtigung, wenn er raus ist, weil der kommt am 7.7. raus und den gibt's dann nur für eine Woche. Sorry, Diana, ich muss dir kurz die Stuhl hier stehlen, aber mein Schmuck ist wichtig, weil ich hab noch nie was rausgebracht und ich habe sehr hart Schiss, dass es floppt. Bis jetzt gibt's arsch viele Eintragungen und ich glaube, ihr liebt den komplett, Alter. Also ihr kennt den Schmuck noch gar nicht, aber ihr werdet den komplett lieben. Tippt mal kurz dazu. So, weiter geht's. Zum Beispiel diesen Perlenring. Der ist aber nicht nur ein Ring. Nein, nein, er ist ein Anxiety-Ring. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hier gut erkennen könnt, aber da kann man so die Perlen hin und her schieben und ihr könnt da auch sozusagen das immer so ein bisschen bewegen. Und das habe ich eben gemacht oder dieses Produkt erstellt, weil ich so einen schönen Anxiety-Ring haben wollte. Weil ich mache das immer mit meinem Feuerzeug. Einfach irgendwas machen. An meinen Nägeln zum Beispiel auch oft kaue oder an der Haut an der Seite und dann kann man sich einfach mit dem Ring beschäftigen statt mit seinen Nägeln und den könnt ihr eben jetzt vorbestellen. Diesen tollen Anxiety Ring, den Diana selbst gemacht hat, gibt's bei ihr für nur 27,95 €. Ich liebe Geld und Geld liebt mich. Bei anderen Shops wie Frugu, Temu oder Alibaba gibt's sehr ähnliche Ringe für einen Bruchteil davon. Ich mag Moneten. Das ist der Twitter-Userin Anwältin aufgefallen. Auch ihre 45 € Perlenohrringe kosten in anderen Shops offenbar eher so Cents. Moneten. Ja, da muss man aber jetzt mal ganz kurz sagen, kommt drauf an, was für eine Quali die anderen Shops haben, ne? Weil das Ding ist, unser Schmuck hat krasse Quali. Diana. Und den gibt's auch nur so einmal. Selber designt, habe ich selber designt, den Bums. Na, hat wohl nicht gewusst, dass es genau diese Designs nicht nur bei ihr zu kaufen gibt. Aber wie ist das möglich? Das war doch alles von ihr selbst, gemacht. Dass alles nachhaltig, fair und von ihr selbst designt ist, steht zumindest nicht mehr auf ihrer Website. Magic. Der Schmuckhersteller hat seinen Sitz angeblich in Frankreich, aber einzelne Teile wie die Perlen oder Stecker kommen aus dem asiatischen Raum. Und leider können wir auch nicht ausschließen, dass es ähnliche Produkte von unserem Schmuck auf anderen Websites gibt. Das Ding ist, wenn es meinen Schmuck auf anderen Websites geben würde, würde mich das sehr verwundern. Vielleicht ansatzweise ähnlich, aber so würde mich das sehr wundern. Vielleicht ähnlich, aber nicht so. Aber wir können euch garantieren, dass wir hinter unseren Produkten und unserer Qualität stehen. Dazu ein Baller-Screenshot von Anwältin an der Stelle. Bodenlos. Wir haben Diana zu Löwen gefragt, wie es kommt, dass der ganze Schmuck so verdächtig ähnlich, man könnte sagen identisch aussieht und ob sie uns Beweise liefern kann, woher ihr Schmuck stammt und ob sie ihn jetzt wirklich selber designt hat und was ihre Basis für die Nachhaltigkeits- und fair produziert Claims war. Wir haben bisher keine Antwort erhalten. Zurück zur Demo. Die war für 1,5 Stunden angesetzt, aber schon nach gut 50 Minuten vorbei. Und war das überhaupt eine Demo? Angemeldet war sie. Nicht von Trade Republic, sondern von einer natürlichen Person. Als Thema wurde der Polizei Berlin vorab Financial Freedom mitgeteilt. Die Versammlung thematisiere die herausragende Bedeutung finanzieller Freiheit angesichts der bereits bestehenden Rentenlücke und der weiter anhaltenden Inflation. Ganz kurz, das ist ein Riesenthema übrigens, ne? Also wir haben ein ganz großes Rentenproblem. Und investieren oder beziehungsweise privat vorsorgen ist halt gerade die beste Option, wenn die Politik nichts ändert. Ich bin auch so ein dummer linker Idiot, der sagt, ey, lass mal lieber nicht privat machen, wenn es gehen würde, sondern lass mal das Rentensystem irgendwie besser machen. Aber ich befürchte, dass da nichts passieren wird. Soll auf die Wichtigkeit... Deswegen mache ich beides ein bisschen. ...finanzieller Bildung und rechtzeitiger... Aber halt auch privat. Weil ich, auch wenn ich in Rente bin, Lust auf Geld habe. So,
so für Brot kaufen. Ja. Bemühungen zu einer privaten Altersvorsorge aufmerksam gemacht werden. Dass fleißig Merch verschenkt und Werbung für die neue Trade Republic Bezahlkarte gemacht werden wird, wurde der Polizei im Vorhinein nicht gesagt. Wahrscheinlich aus gutem Grund. Denn solche PR-Veranstaltungen, ja, darfst halt nicht anmelden, kosten halt Geld vor allem, sind in Berlin-Mitte einfach nicht möglich. Ah. Der Gemeingebrauch öffentlicher Flächen ist den Behörden wichtiger als die wirtschaftlichen Interessen eines Unternehmens. Als rein kommerzielle Veranstaltung hätte die Demo also wahrscheinlich niemals im Berliner Weinbergspark stattfinden können. Und es war laut Polizei eine rein kommerzielle Veranstaltung. Mm. Die Cops stufen das Event nicht als Versammlung nach dem entsprechenden Gesetz ein. Es hätte auch keine politischen Meinungsäußerungen gegeben. Trade Republic sagt nein. In einem Statement unterstreichen sie den politischen Mehrwert der Demonstration. Also ganz kurz, ich finde eine Demo für die Rentenlücke, dass wir sagen so, ey Bruder, da muss mal was passieren, finde ich übel angebracht. Aber das ist halt eine Werbekampagne da. Trade Republic sieht sich an der Spitze einer Bewegung, die auf eine der größten gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit, die Renten sich... Also ich sag mal so, auf Platz 1 ist so Klimawandel, Großproblem, die Klimakatastrophe. Und irgendwann so ein paar Plätze drunter ist so die deutsche Rentenlücke, die wir als Deutsche als Problem haben. Weil die ist ein großes Problem. Der halt aufmerksam macht. Sich an der Spitze irgendeiner Bewegung zu sehen, ist schon ein krasser Ego-Trip. Also ich bin Gott. Okay, das ist auch interessant nochmal. Dazu haben wir sie auch nochmal gefragt. Wie gesagt, bisher keine Antwort. Und wie haben die Teilnehmer der Demo das alles so wahrgenommen? Zum Glück verkaufen ja ein paar ihren exklusiven Trade Republic Merch im Internet. Wir haben sie einfach mal gefragt. Ich bin rausgegangen mit, ja, man hat mal den Professor Finanzen gesehen. Das, was sie so da erzählt haben, war jetzt nichts irgendwie Neues. Ja, mit 3 Pullis rausgegangen, einen Tee getrunken, war extrem kalt und war jetzt an sich kein großer Mehrwert. Der einzige Mehrwert war dann vielleicht noch das mit diesem Kartenrelease da, dass man da diesen Code vor Ort scannen konnte und man diese Edelstahlkarte für die andere Person jetzt 50 Euro zahlen muss, die hat man dann halt so bekommen als einer der ersten halt mit. Von daher an sich, du, ich habe da nur Sachen mitgenommen, aber es war ja eigentlich nur in Form von Merch, jetzt nicht an irgendwelche neues Wissen oder so. Es ging zwar auch um die Rentenlücke, die Aktienrente und Beispiele aus anderen Ländern, aber der Sound war wohl so schlecht, dass man nicht wirklich mitbekommen habe, was da eigentlich Scheiße. Erzählt wurde. Es war für mich war es so eine Werbeveranstaltung mit einigen Leuten, die aber irgendwie meiner Meinung nach schlecht organisiert war für so ein Unternehmen. Also da war ich bei Start-up-Unternehmen oder bei Unternehmen mit weniger Mitarbeitern, die deutlich besser und besser strukturiert auf die Beine gestellt haben. Also es kam mir irgendwie so vor, als hätte man am Sonntagabend gesagt, komm, lass uns morgen eine Demo machen und dann ja, nicht so toll umgesetzt. Ich glaube, die haben nicht damit gerechnet, wie viele Leute tatsächlich kommen. Man hätte es ein bisschen größer aufbauen müssen dann, um diese Demo auch an alle zu bringen. Dass man ich weiß nicht warum, aber diese beiden Dudes sehen so hart aus, als wenn sie bei Trade Republic investieren. Sorry, aber der sieht... Also, das ist jetzt gar nicht schlecht oder gut, sondern ich finde einfach nur, die sehen aus, die haben einen Neo-Broker auf dem Handy. Sie sagen, sind ja beide sympathische Dudes. Und so weiter. Oder nicht so ein Kalt. Außerdem hat er sehr viel Lego, sehr sympathisch, Alter. Halt einen Abend aussuchen. Aber ich würde nicht vorwerfen, die haben das wirklich nur Demo verschleiert und gesagt, als Demo verkleidet und gesagt, und es war nur eine pure PR-Dings. Das würde ich denen echt nicht unterstellen. Ein Teilnehmer, mit dem der Tagesspiegel gesprochen hat, ist da eindeutiger. Es gab halt kostenlose Getränke und am Ende war es ein als Demo getarnter PR-Stunt von Trade Republic mit Reden darüber, dass man seine Kohle lieber in ETFs stecken, als auf Rente hoffen sollte. Ha. Hat Trade Republic das wertvolle Gut der Versammlungsfreiheit ausgenutzt? Ja, wirkt so, ne? Um mitten in Berlin ein Ich finde allein der QR-Code ist sass. PR-Event schmeißen zu können. Naja, zumindest hätten sie ohne die Anmeldung als Demo höchstwahrscheinlich niemals Merch und Bezahlkarten in dem Park verschenken können. Und natürlich haben sie ein echtes strukturelles Problem angesprochen. Hinter der Rente für junge Menschen steht ein großes Fragezeichen. Jungs, ich lieb euch doch. Ich lieb euch doch. Geil, Alter. Vielleicht sind manche auch genau wegen dieser Sorge hingegangen, haben gehofft, wirklich etwas bewegen und anstoßen zu können. Bekommen haben sie eine Werbetrommel, Bezahlkarten, exklusive Sweater und Reden von markanten Influencern. Von uns bekommt die ganze Aktion den Stempel ehrenlos. Was denkt ihr? So oder so, checkt den Naturstrom-Startertarif für unter 27-Jährige über Link oder QR-Code Alter, und gönnt euch Video. Mit dem Code 2222 30 Euro Startguthaben. Gönnt euch. Guckt immer nach links und rechts, wenn gönnt ihr über euch. Die Straße geht. Steckt euer Erspartes nicht ohne Plan in einzelne Aktien. Feiert gut und case closed. Geiles Video. Alter. Geiles Video und trage euch in mein Formular ein. Mit etwas Glück gibt's free Schmuck für euch. Also wir verlosen halt zweimal das Schmuckding. Plus ihr könnt beim Musikvideo von mir mitspielen vielleicht. Also ne, deswegen eintragen. Und ja, ihr nehmt automatisiert am Gewinnspiel teil. Und ihr bekommt halt auch mit, wenn der Schmuck rauskommt. So, das war die Offline-Reaction. Haut rein, macht euch ein schönes Leben.
Ich hab euch doch lieb, Freunde. Ich hab euch doch lieb.